der Muslim, der den Koran wörtlich nimmt, und die meisten Muslime nehmen den Koran wörtlich, kann ja gar nicht anders, als zu sagen, ich bin für den Heiligen Krieg gegen die Ungläubigen. Ich bin dafür, dass sich der Islam über die Welt ausbreitet. Ich bin für die Herrschaft Gottes. Und damit bin ich gegen eine westliche Demokratie. Das ergibt sich alles folgerichtig aus dem Islam. Und wer den Koran wörtlich gibt, wird halt schnell fehlgeleitet. Liebe Freunde der Haig-Gesellschaft, ich stehe hier beim Forum Freiheit in Berlin mit Thilo Sarrazin. Wahrscheinlich der Mann der Stunde, wenn man sich aktuell anschaut, was auf deutschen Straßen los ist. Sie haben ja bereits 2010 geschrieben, Deutschland schafft sich ab. 2019 dann feindliche Übernahme. Kommt es für Sie jetzt fast auch so ein bisschen überrascht, dass es jetzt so schnell geht, vor dem Sie gewarnt haben über viele Jahrzehnte? Also mich hat eigentlich gar nichts überrascht, sondern das, was wir im Augenblick erleben, das ist ja Teil einer langfristigen Entwicklung, die ganz einfach stattfindet von Tag zu Tag, von Monat zu Monat, und wo mal die Öffentlichkeit da mehr hinschaut und mal weniger hinschaut. All das, was wir sehen, Parallelgesellschaft, illegale Einwanderung, Kriminalität, Spannungen in bestimmten Stadtvierteln, findet ja da kontinuierlich statt und baut sich ganz allmählich auf. Jetzt durch den Terrorangriff der Hamas gab es dann durch einen gewissen Aufschlag, wo sich halt eben dann auch dann Fronten geschieden haben, wo eben deutlich wurde, dass wir bei uns in Deutschland 95.000 Juden, aber eben 6 bis 7 Millionen Muslime haben. Und dass von diesen 6 bis 7 Millionen Muslime doch ein Teil, hoffentlich nicht die Mehrheit, aber doch ein beträchtlicher Teil nach der antisemitisch eingestellt ist, und dass wir als noch Mehrheitsgesellschaft dagegen überhaupt gar nichts tun können. Ja, eigentlich ja alles Dinge, die auch der Mehrheit in diesem Land schon seit langem bekannt sein sollten. Umso bemerkenswerter war jetzt die Aussage von Friedrich Merz, der sagte, hätte die SPD nur mal auf ihren Thilo Sarrazin gehört. Das mutet ja fast grotesk an, wenn man sich anschaut, was die CDU die letzten Jahre gemacht hat. Ja gut, er hat ja auch gesagt, dass die Stellungnahme der ehemaligen Kanzlerin, das ist nicht hilfreich, dass diese eben auch nicht hilfreich war. Das hat er fairerweise auch gesagt. Wir müssen aber sehen, wir leben in unserer Blase. Ich bin in den 70ern und wenn man sich anschaut, da die Menschen über 65 Jahre, da gibt es halt das für 90% Deutsche, da gibt es kaum Migranten. Und bei den Menschen um die 25, 30 sind es bereits 40% Migranten, und bei den hier Geborenen sind es schon an die 50%. Das heißt, da wir ja meist ja in unseren eigenen Generationen leben und in unseren eigenen Vierteln leben, hat sich hier etwas verzogen in Deutschland, was die meisten Leute überhaupt gar nicht mitbekommen haben, denn die haben allenfalls Kontakt zu Migranten, wenn sie bei ihrem freundlichen türkischen Gemüsehändler einkaufen. Was auffallend aktuell ist, diese extreme Emotion, diese Gewalttätigkeit, die durch dieses Land geht, insbesondere jetzt auch von der arabischen, muslimischen Seite her. Sie haben in Ihrem Buch ein Kapitel, das habe ich mir hier vermerkt, das ist aus dem Buch von 2019, Feindliche Übernahme. Da schreiben Sie, der heilige Text als Gefängnis menschlichen Denkens. Wir sind ja hier auch bei der Haig-Gesellschaft, wo es immer sehr um rationale, logische Ideen gibt, Ableitungen. Ist das vielleicht vor dem Hintergrund der muslimischen Kultur schwieriger, sich auf rationale Gedanken einzulassen? Es gibt immer heilige Texte, die ein gewisses Gefängnis des Textes sind. Wenn Sie sich den Marxismus anschaut, der hat auch heilige Texte. Und es gibt intelligente, sympathische Menschen, diesen Marxisten, mit denen kann man über bestimmte Fragen, zum Beispiel über Marktwirtschaft und Hayek, gar nicht vernünftig reden. Und so ähnlich ist auch der Koran, wenn man ihn liest, und ich habe ihn ja insgesamt gelesen und sorgfältig gelesen, gibt er gewisse Leitplanken. Der Muslim, der den Koran wörtlich nimmt, und die meisten Muslime nehmen den Koran wörtlich, kann ja gar nicht anders, als zu sagen, ich bin für den Heiligen Krieg gegen die Ungläubigen. Ich bin dafür, dass sich der Islam über die Welt ausbreitet. Ich bin für die Herrschaft Gottes, und damit bin ich gegen eine westliche Demokratie. Das ergibt sich alles folgerichtig aus dem Islam. Und wer, äh,
Und wer den Koran wörtlich gibt, wird halt schnell fehlgeleitet. Und das wird jetzt noch überlagert durch den Nahostkonflikt, wo viele Muslime halt in den Juden nicht nur den Juden bekämpfen, sondern auch den bekämpfen, der jetzt in der Palästina einen eigenen Staat gegründet hat. Und das geht alles ineinander über. Ja, ein großes Durcheinander. Ich erinnere noch an das Zitat von Karl Lagerfeld, der sich, glaube ich, vor 5, 6 Jahren mal im Interview riesig echauffiert hat über Angela Merkel, dass er gesagt hat, indem Millionen von den größten Feinden Israels hier in dieses Land geholt werden, wird ja perspektivisch das jüdische Leben hier fast unmöglich. Das ist ja die größte Tragik in der ganzen Entwicklung aktuell. Es ist in der Tat eine Tragik. Ich meine, wir hatten mal in Deutschland 500.000 Juden vor dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt haben wir noch etwa 100.000, die meisten aus Familien, welche nach dem Krieg zuwanderten. Die spielen ja jetzt im öffentlichen Leben jetzt keine so wahnsinnig große Rolle, können sie auch nicht, schon aufgrund ihrer Zahl. Und demgegenüber steht diese stark wachsende muslimische Gemeinschaft, die ja außerdem noch extrem jugendlich ist. Das ist ja alles äußerst jugendlastig. Ja, das kommt hinzu. Und junge Leute, insbesondere junge Männer, sind da sowieso von Natur aus aggressiver, besitzergreifender, auch eben gefährlicher. Und das haben wir uns ins Land geholt. Und das Schlimme ist, wir hören ja damit nicht auf. Es kommen mir jedes Jahr 300.000, 400.000, 500.000 weitere Einwanderer aus den muslimischen Ländern dazu, unter welcher Ägide auch immer, sodass sich das Problem ständig vergrößert. Und vor allem auch das Erschreckende, dass viele von diesen jungen Leuten fließend Deutsch sprechen, die offen hier sozialisiert worden sind und trotzdem zu diesem Extremismus neigen. Ja, also letztlich ist eben Blut dicker als Wasser, auch das kann man sagen. Sie stehen zu ihrer Herkunft, zu ihrer Religion, zu ihrer Nationalität, und darum sind auch so viele von ihnen in der Wolle gefärbte Antisemiten. Herr Sarrazin, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Steht ein neues Buch an aktuell? Ist was in Arbeit? Wir werden mal sehen, vielleicht im nächsten Jahr. Okay. Ja? Ja, machen Sie weiter mit Ihrer tollen Arbeit. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und gute Gespräche hier noch beim Forum Freiheit. Danke. Danke. Ja. Super. Okay. Vielen Dank. Gut.